EA bringt gerade wieder täglich richtig geilen Content. Heute kam nach ultralanger Zeit mal wieder die garantierte Wundertüte raus. Oh mein Gott. Da können Team of the Tournament, World Cup Stars, Road to the World Cup, Path to Glory Karten drin sein. Das ist unglaublich. So geile Karten kann man ziehen. Und man muss für die SBC nur ein 83er und 84er Team abgeben. Und genau deswegen machen wir davon heute wieder 11 Stück auf. Wir schauen, was man so ziehen wird. Und diese 11 Packs entscheiden dieses Team im Hintergrund. Wie immer. Und damit müssen wir dann am Ende auch wieder die Weekend League zocken. Mal gucken, wie wir mit dem Wundertüten-Team abschneiden werden. Freunde, wenn ihr so eine Videos öfters sehen wollt, lasst wie immer gerne ein Like da. Das wird das Video supporten. Schaffen wir 6000 Likes, Freunde. Und abonniert noch kostenlos. Einmal auf Abo-Button. Ey, sei ruhig, Wasserflasche. Einmal kurz auf Abo-Button klicken, bitte. Danke. Freunde, das heutige Video wird wieder von meinem Partner Kinguin unterstützt. Denn dort gibt es gerade ein richtig dickes Weihnachtsgewinnspiel, wie ihr hier auf meiner Page schon sehen könnt. Ihr wisst ja mittlerweile, dass es dort 75 Euro PSN-Karten für 57 Euro gibt. Also geisteskranke Preise. Und dazu gibt es jetzt noch was Dickes zu gewinnen. Wenn man hier runter scrollt, sieht man auch schon wieder weitere Sachen, weitere Details. Und wir alle lieben doch Geschenke. Deswegen erzähle ich euch einmal kurz, was ihr gewinnen könnt. Das Ganze läuft bis zum 24.12., also bis Weihnachten. Also seid auf jeden Fall schnell, wenn ihr mitmachen wollt. Es gibt geisteskranke Sachen zu gewinnen. Insgesamt über 2000 Euro werden verlost. Zum Beispiel gibt es 20 mal 25 Euro Giftcards. Dann könnt ihr RPG-Games gewinnen oder auch FPS-Games oder andere coole Games. Und wenn ihr was gewinnt, was ihr eigentlich gar nicht zockt, könnt ihr das auch an eure Freunde oder Familie weitergeben. Ist ja auch kein Ding. Auf korrekt. Korrekt ist korrekt. So ein Ding. Und falls ihr euch PSN-Karten kaufen wollt, könnt ihr nochmal extra sparen. Mit dem Code könnt ihr nämlich hier nochmal 12% mehr sparen. Gut. Wenn ihr nach ganz unten geht, seht ihr auch nochmal alle Preise, die man gewinnen kann, was man machen muss, um seine Chancen zu erhöhen und. Also checkt auf jeden Fall mal die Seite aus und ja, ist ein Partner von mir. Coole Sache. Und wie gesagt, wenn ihr euch eine PSN-Karte holen wollt, einfach auf Kaufen drücken, jetzt Kaufen drücken. Ist ganz einfach immer. Ihr könnt auch wie immer mit den verschiedensten Bezahlmethoden bezahlen. Ihr seht hier alles, was man machen kann. Also komplett viel. Und hier oben rechts könnt ihr dann auch den Rabattcode eingeben, den ihr benutzen wollt, ne? Ihr findet den Link und die Rabattcodes auch nochmal in der Beschreibung und alle weiteren Infos. Also gerne abchecken. Gönnt euch und viel Spaß mit dem Video. So, und da fangen wir auch direkt an mit der ersten Kampagnen-Wundertüte. Und als erstes kommt raus Thiago Silva und Luis, der Beißer, Suarez. Wow, wir haben einen Stürmer oder einen Innenverteidiger zur Auswahl. Und ich glaube, ich entscheide mich für den Innenverteidiger. Brasilianer plus Premier League, super. Thiago Silva wird unser erster Spieler sein. Oh, Thiago Silva. Oh, Thiago Silva. Ich glaube, wir haben sogar einen Schnapper gemacht. 40.000 haben wir bezahlt. Was ist der eigentlich wert? Wir gucken nach. War das ein Schnapper oder war das kein Schnapper? Ja, 42. Ja, okay, war jetzt nicht der größte Schnapper. Aber wir haben ihn unter Marktwert bekommen. Thiago Silva ist unser erster Spieler und damit auch unser Kapitän. Er nimmt die Kapitänsbinden und sagt heute, ey, hört auf mich. Ich bin heute euer Kapitän. Ihr hört heute auf mich und macht das, was ich sage. Abwehrchef plus Teamchef. Und weil das Ganze so schön war, gehen wir direkt zum zweiten Pack, beziehungsweise zur zweiten Wundertüte rüber. Die Wundertüten sind zurück und es macht einfach Spaß. Es macht einfach Spaß, Freunde. Laporte und Saka waren zur Auswahl. Was glaubt ihr, wen nehmen wir mit? Wir könnten uns direkt den zweiten Innenverteidiger nehmen. Machen wir aber nicht, denn wir wollen jetzt einen offensiven Spieler haben und Saka hat eine richtig geile Karte. Und genau deshalb, weil Saka so eine geile Karte hat, gehen wir hier rauf, gucken mal, was er sonst noch so für Karten hat. Er hat nur diese World Cup Star Karte. Super, gut. Und er kostet 78.000 Mücken mit Shadow, mit Hunter und mit der Zunge draußen. Macht er super. Macht er super. Ey, ich glaube, das wird heute so ein buntes Team. Man kann so viele verschiedene Karten ziehen und man kann so viele verschiedene geile Karten ziehen, meine ich auf jeden Fall. Also Messi, Mbappé, Team of the Tournament gibt es auch in den Wundertüten. Wer die beiden zieht, der hat auf jeden Fall auseinandergenommen. Vielleicht ziehen wir auch heute einen von den beiden. Aber wird schwierig. Vielleicht auf meinen Account sogar. Mal gucken. So, komm schon. Die Wundertüte ist ready. Und die Wundertüte wird doch direkt aufgemacht, ohne viel rumzuzögern. Mertens und Reyna. Reyna World Cup. Damit wir heute auch eine Bundesliga-Karte drin haben, oder was? Giovanni Reyna. Der kostet aber nicht viel. Damn, das ist ja richtig Müll. 17k für einen 86er Reyna mit solchen Stats. Hä? Egal. Dann halten wir uns gar nicht lange bei Reyna auf. Kann der wenigstens ZM oder kann er nur ZOM? Ja, okay, der könnte auch ZM. Dann switchen wir den mal um auf ZM. Und dann haben wir das Ganze schon wieder in die richtige Richtung gebracht. Saka auch nochmal kurz auf RM.
Okay. Wir haben zwei Premier League-Spieler, einen Bundesliga-Spieler. Das heißt, vielleicht wird es ein Bundesliga-Premier League-Hybrid, aber vielleicht wird es auch nochmal ein ganz wildes Hybrid, weil ich denke, wir kriegen noch ganz andere Ligen hier heute rein bei den Wundertüten. Ich denke, wir kriegen hier noch viele weitere Ligen heute rein. Die nächste Wundertüte geht auf im Hintergrund. Kleine Lex am Start und wieder Luis Suarez, aber auch Koundé, zweiter Platz bei der WM geworden. Ey, ich hätte mich so gefreut, wäre dieser Song rausgekommen. Habt ihr das gehört? Upamecano, Upamecano, Upamecano. Ich glaube, der ging nicht so, der Song, aber ihr wisst, was ich meine. Das wäre ein neuer Song gewesen. Upamecano, Antoine Griezmann. Das wäre diese andere Part 2 gewesen. Aber Frankreich wurde von Argentinien besiegt. Und deswegen haben wir hier nur einen Zweitplatzierten am Start. Koundé. Aber eine super Karte. 86 Tempo, 87 Defending, 82 Physics. Der Bruder ist mit Thiago Silva da hinten heute sehr gut unterwegs. Die werden sehr gut verteidigen. Die werden nichts anfackeln lassen. Die werden nichts anbrennen lassen. Hoffe ich zumindest. Und das war unser Spieler Nummer 4. Gehen wir rüber zu Spieler Nummer 5. Ist richtig, oder? 5, ja. Ich glaube, ihr merkt schon, ne? Ich bin heute so heiß, ne? Wir ziehen hier direkt die nächste Wundertüte, Und wir haben Gavi am Start. Gavi! Oh, jetzt habe ich eine richtig geile Frage an euch. Wir gehen auf den Transfermarkt, geben direkt erstmal Gavi ein. Und meine Frage, die ich euch stellen wollte, ist: Wer ist für euch zurzeit der beste Mittelfeldspieler auf der Welt? Ist es Bellingham? Ist es Musiala? Ist es Petri? Ist es Gavi? Wer ist es? Und wenn es nur die sind oder noch andere sind, macht mal eine Platzierung. Schreibt mal in die Kommentare auf der 1, weiß nicht, Bellingham, auf der 2 Musiala, auf der 3 Gavi, auf der 4 Petri. Oder wo teilt ihr die Jungs ein? Ich sag jetzt mal meine. Ich sag momentan 1 Bellingham, 2 Musiala, dann Petri, dann Gavi. So wäre meine Top 4. Wer ist auf der Top 5? Keine Ahnung, das war meine Top 4. Wir machen die Top 4, okay? Ah, ich bin gespannt auf eure Top 4. Ich bin sehr gespannt. Ey, wir haben heute noch gar keinen Angreifer. Es wird mal Zeit für einen Angreifer oder einen Torhüter. Mal. Torhüter wäre auch wichtig. Ja, doch. Torhüter will ich lieber als Angreifer sogar. Gerne öfters diese SBCs, EA Sports. Gerne öfters Wundertüten. Wir als FIFA-Community, wir lieben die Wundertüten. Wundertüten machen einfach Spaß. Wundertüten sind einfach geil. Wundertüten sind einfach Liebe. Der nächste Spieler im Team ist, glaube ich, klar, wen wir nehmen, oder? Es ist Marcus Rashford. Oh, was? 800.000 Coins. Bro, wieso ist der so teuer? Der ist ja übertrieben teuer. 800k, das ist momentan richtig viel. Junge, das habe ich nicht erwartet. Ich dachte, vielleicht 300k oder so. Aber 800 für Marcus Rashford? Okay. Ich verstehe. Und er passt sogar hier auf die LM-Position. Junge, wie cool. Hä? Ich habe ihn noch gerade... Achso, ich habe ihm irgendwas anderes, glaube ich, gerade gegeben. Jetzt passt er auf die LM. Es ist so cool. Und Gavi hat einen Chemiepunkt wegen Koundé. Thiago Silva hat einen Chemiepunkt. Rashford und Saka haben 2 Chemiepunkte. Die Chemie, die funktioniert langsam. Es funktioniert. Wir kommen auf ein bisschen Chemie. Hätte ich nicht erwartet. Also gefällt mir. 5 Packs noch, die wir öffnen. Nächstes Pack ist ready. Ready. Komm schon, gib was. Komm schon, gib was, Junge. Nochmal sowas Geiles wie Rashford. Das wär's jetzt. Nochmal sowas Geiles wie Rashford. Und es kommt Leverkusen und Barcelona. Uruguay und... Was ist das eigentlich für eine Nation? Ich weiß es nicht. Wir nehmen Araujo auch selbst mit. Da weiß ich wenigstens, wo dran ich bin. Und ich habe schon Barcelona 2 Spieler. Das heißt, der kommt super. Araujo! Ronald. Also ich weiß aus dem Kopf, dass die Goldkarte von Araujo auch Rechtsverteidiger spielen kann. Ja, Mann, die Special-Karte von ihm kann auch Rechtsverteidiger spielen. Das heißt, wir haben sogar einen richtig guten Rechtsverteidiger jetzt, der hier sogar richtig gut ins Team passt. Das sind Big News, Freunde. Das sind sehr Big News. Hä, bis jetzt kein Spieler doppelt, also keine Position doppelt belegt. Besser kann es gar nicht laufen. Aber das ist auch das Geile an den Wundertüten, dass wir immer 2 Spieler zur Auswahl haben und immer entscheiden können, wen wir nehmen. Das macht richtig Bock, ich sag ehrlich. Aber immer noch keine Angreifer. Das ist heute echt random. Normalerweise, ihr wisst selbst, wir haben gefühlt 5 Stürmer. Einer muss Linksverteidiger, einer Torwart, einer Rechtsverteidiger, einer Innenverteidiger und dann noch irgendwie 5 im Sturm. Der ist immer zu krank. Jetzt haben wir gerade einfach noch keinen. Werden wir welche bekommen? Wir werden sehen. Da gibt es doch eigentlich ein paar. Messi. Mehr fallen mir gerade nicht ein. Aber ein paar gibt es auf jeden Fall. Und es geht wieder
Ja, der Mann hat noch was zu tun. Der Mann hat noch irgendwas zu tun hier. FC Barcelona ist sein Team. Mal gucken, vielleicht sieht er sogar einen Barcelona-Spieler. Das wär's jetzt. Okay, okay, bis in die A austrickst. So ein Ding. Ah, nochmal nach oben, jetzt nach unten. Und jetzt auch öffnen. Und jetzt auch öffnen. Ich sag, vielleicht sieht er einen Barcelona-Spieler. Er heißt FC Barcelona. Und er zieht einen Real Madrid-Spieler. Er wurde so von die A genommen. Ein gebrochener Krieger. Das ist so, als ob ihr Bayern-Fan seid. Oder nee, andersrum. Als ob ihr Dortmund-Fan seid und dann jemanden von Schalke zieht oder so. Wow. Yo, die A nimmt ihn hoch. Carvajal. Aber Carvajal, ich sag ehrlich, auch ein super Spieler. Und auch relativ viel wert, wollte ich gerade sagen, 90.000 geht. So, 79, wir haben sogar einen Untermarktwert wieder bekommen. Kann der Linksverteidiger nehmen, ne? Ja, der kann nur Rechtsverteidiger. Spielen wir dann lieber Carvajal auf Chemie oder? Ja doch, wir spielen lieber Carvajal auf Chemie. Dann haben wir hier sogar einen Perfect Link, beziehungsweise einen Strong Link und dann kommt Gavi auf Full Chemie. Das ist besser als so. So haben wir nämlich 12 Chemie und so haben wir nur, jo, einfach mal komplett gefettfingert. So haben wir nur, hä? Junge, was passiert hier? 12 Chemie und so haben wir 11 Chemie. Dann bleiben wir lieber bei 12 Chemie. So ein Ding ist das. Weiter geht's. Junge, Junge, wie verwirrt das hier gerade war. Selbst die Verwirrung ist verwirrt. Ich bin ehrlich. Yo. So. World Cup. Wundertüte. Milinkovic Savic. Und Giroud. Ich muss mich jetzt ja theoretisch für Giroud entscheiden, ne? Der Typ hat auch so eine krasse WM wieder gespielt. Aber im Finale war er einfach nicht da. Wurde ja auch, glaube ich, voll früh ausgewechselt, weil er nichts gebracht hat. Aber der Typ bei Frankreich wird immer zum übelsten Biest, sag ehrlich. Giroud wird immer zu so einem Biest bei Frankreich. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber der Typ, ich weiß nicht. Nee, ich kann es mir nicht erklären. Der ist einfach eine Maschine bei Frankreich. Ich glaube, der ist einfach, der ist durch und durch Franzose. So ein Ding, deswegen. So, mit Hunter holen wir uns ihn, damit er auch ein bisschen Tempo hat. Und dann kommt die auf die erste Stürmerposition. Wir haben einen Stürmer! Jawoll! Werden wir auch einen Torhüter bekommen? Ich bezweifle es irgendwie wieder. Gibt es überhaupt Torhüter in diesen Events? Ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass es Torhüter gibt in solchen Events. Wer ist der nächste Spieler? Bitte ein Torhüter. Bitte, bitte, bitte. Ich sag ehrlich, ich habe gar keinen Bock, wieder mit einem Stürmer oder so ein Tor zu spielen. Oder mit einem Mittelfeldspieler. Mit so einem 1,60-Zwerg am besten noch, ne? Das wär's noch wieder. Komm schon. Was ziehen wir? Bufal und Oviedo. Marok. Marok ist am Start. Die sind weit gekommen, okay. Da müssen wir auch Marokkaner in der Startelf haben. Ist so. Ist so. Die haben es verdient. Ich sag ehrlich, die haben es verdient, hier heute auch in der Startelf vertreten zu sein. Und jetzt bleibt uns nur noch eine Sache übrig. Und das ist unsere eigene Wundertüte. Ich gehe in die SBC. Schaut euch die SBC nochmal an. Wir drücken rauf. Das ist SBC Nummer 1, die wir abgeben. Und das ist SBC Nummer 2, die wir abgeben. Und damit haben wir die Wundertüte ready. Junge, 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 wenn ich jetzt wieder Packluck hier auf meinem Account habe, ne, dann drehen wir doch alle wieder durch. Das kann nicht sein, dass wir jede SBC Packluck haben. Aber ich nehm's mit, die ey. Gebt mir einfach wieder Packluck und zeigt, dass wir den Wake Luck Account haben. 3, 2, 1. Meine Wundertüte geht auf. Und in meiner Wundertüte ist drin Cavani und Osorio. Das soll meine Wundertüte sein. Den Blick, den Cavani gerade hat, den würde ich auch gerade am liebsten haben. So gucke ich nämlich gerade. Oder den Blick, den Osorio hat. Hä? Was passiert hier? So eine Scheiße, Junge. Ey. Ich weiß nicht mehr, wen ich mitnehmen soll. Ich glaube, ich nehme... Ich weiß nicht, wen ich mitnehme. Wir gehen mit Rating und spielen Cavani heute im Tor. Geil. Geil, 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 geil. Wieder mal eine Aufnahme ohne Torhüter. Wieder mal eine Aufnahme mit dem Storwart, Stürmer im Tor. Mit dem Storwart wollte ich gerade sagen. Ja, wir haben einen Storwart, Freunde. Wir haben einen Storwart. Ich suche meinen Gegner und wir gucken, ob wir den besiegen können mit diesem Team. So, das ist unser Gegner. Ter Stegen, Kehrer, Guendouzi, Harry Kane. Wenn ich heute Harry Kane kaputt schieße, ne, dann weiß ich auch nicht. Dann verlose ich 2x 100 Euro PSN, wenn Harry Kane mich heute kaputt schießt, wenn ich gegen den Gegner verlieren sollte. 200 Euro für euch, okay? Ist das ein Deal? Das ist ein Deal. Digga, wie kann man denn mit Harry Kane hier zocken und das ernst meinen? Der meint es sogar ernst. Let's go! Let's go! Let's go! Zack, zack! Bam! Oh! Ja! Rappara! Rupporo! Zapparop! Rashford! Ja, Rashford! Ja, Rashford! Dein Fehler wieder gut machen, ne? Dein Fehler wieder gut machen, ne? Dein Fehler wieder gut machen, ne? Nein!
Nein, der läuft einfach durch. Ich dachte, der spielt Pass. Ich habe nur den Passweg zugemacht. Wie lost von mir. Okay. Ja. Oh mein Gott, war das noch viel schöner von Ter Stegen. Ich wollte gerade sagen, war das schön gespielt, aber Ter Stegen, das ist eine Katze. Hilfe, wie kann er den halten? Joachim, lass es. Wakes, Classic. Classic Wakes. Und ein Wakes-Video. Ohne Wakes-Classic ist kein Wakes-Video. Ich denke, sie müssen so gut verteidigen, weil jeder Schuss aufs Tor ist halt ein Treffer. Weil ich da Cavani im Tor habe. Und das meine ich. Jeder Schuss aufs Tor ist ein Treffer. Und der Gegner realisiert es langsam. Das sieht nicht gut aus. Das sieht ganz und gar nicht gut aus. Wenn ich verliere, muss ich 200 Euro verlosen. Das sieht ganz und gar nicht gut aus. Harry Kanes Team macht mich fertig gerade. Nein, Harry Kane drückt mir ein. Cavani ist der Beste. Jawohl. Den musst du machen, Wakes. Digga, Ter Stegen ist zu gut. Hoch da. Ja. Ja! 3-3. Du schnell. Ja! Ey, Ter Stegen! Ja! Komm. Geh in die Mitte. Ja, Mann! 4-3 gedreht. Das war's, Freunde. Das war's. Wir gewinnen das Ding mit 4-3. Hey, Freistoß! Ey, pfeift doch ab. Wieso Freistoß? Nein. Das war's. Das war's. Ja. Sieg, Freunde. Oh mein Gott, war das noch spannend. Gegen Harry Kane. Ich glaub's nicht. Wir haben das Ding gewonnen mit Cavani im Tor, Freunde. Lasst ein Like da. 6000 Likes wollte ich sehen. Lasst ein kostenloses Abo da. Das war's. Ich muss gut duschen gehen. Ich geh duschen. Bis zum nächsten Mal. Peace.